Yay, ich joine, wenn Nacht wird. Ja, entstummt bin ich im Discord. Ich wollte das Ding weiterbauen. Da war ja was. CO2. Rat mal, wie viele Kühe ich gekillt habe und wie viel Leder ich bekommen habe. Und sofort, ich bin gerade zu inkompetent, mich selbst wieder in mein Haus reinzudrücken. Dann bau doch eine richtige Tür. Okay. Du hast sechs. Nee, du hast eine Kuh gekillt. Ich hab noch ein bisschen mehr Leder noch getan. Oh fuck. Ja gut, ich kann so sagen, ich habe 6 Kühe gekillt und Ike hat Probleme mit einer Spinne. Oder was? Nee, das Skelett, das hat mir immer 2 Herzen abgezogen. Die Spinne war mir kackegal. Wo ist das denn? Da oben irgendwo. Oh, lol, das geht. Das brennt schon. Wow. Man kann. Erstens, man kann Itemframes an Glas dran setzen und zweitens, man kann es so setzen, dass es von oben nach unten geht. Also ich an die Decke von etwas setze. Ich habe jetzt zwar nur die Hälfte verstanden, aber ich antworte mal mit ja. Warte, es ist ja Tag. Wo bist du, Ike? Bei der Mobfarm, ich baue die gerade weiter. Ja, also ich zeig dir, was ich meine. Warte, Ike, bau mal kurz da weiter. Ich wusste nicht, dass das geht. Ich krieg ja mein Itemframe wieder. Und was denn überhaupt? Itemframes an die Decke platzieren. Ich wusste halt, ohne dass man das oben auf einem Block machen kann, dass es aussieht wie ein Teller. Ja, das wusste ich auch, aber nicht, dass man es an die Decke machen kann. Dann scheint das wohl mit 1.16 neu zu sein. Oder dass man es an Glas platzieren kann. Nee, das ging, glaube ich, schon länger so von der Version her. Okay. Aber da kann ich mich jetzt auch täuschen. Ich mute mich mal, weil ich nebenbei am Essen bin. Ja. Ich würde sagen, nach der Folge mache ich mein Inventar leer, packe mir was zu snacken ein und dann könnten wir ja zu dritt mal in eine Richtung wandern. Apropos, CO2 hat eine Schatzkarte in der Hand. Joa. Nee, ist eine normale Karte. Und selbst wenn? Ja, weil ich wollte ihm gerade vorwarnen, du rennst nämlich dahin, wo der Schatz war. Wenn es eine Schatzkarte gewesen wäre, dann wäre es der Schatz, den wir schon hatten. Die Karte von dort hatten wir schon. Hattest du einmal? Ich hatte sie, glaube ich, sogar schon zweimal. Ja, keine Ahnung. Obwohl, ich muss irgendwo ja noch eine Karte gefunden haben, weil ich habe in meiner Tour beim Aufräumen heute 2 Herzen das mir erst gefunden. Aha. Und es gibt ja in einer nicht mehr als ein, oder? Wie jetzt, In einer Schatztruhe mehr als ein Herz ist mehr. Nee, gibt's immer nur eins drinne. Oder gar keins. Das dachte ich mir. Gut, So, da kommt das hin, hier kommt das hin. Da kommt die Kiste hin. Ne, hier kommt doch so und dann kommen die Hopper dahin. Bin ich jetzt total blöde? Die Hopper kommen ins Hoch.
Hier geschieht jetzt auch eine Kiste. Hat sich CO2 gewünscht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt mal ganz blöd eine Frage stellen. Wenn wir Redstone-Lampen in die Mob-Farm reinbauen, wo die Mobs spawnen, wo die Spawner sind, ja, die müsste doch automatisch dann, wenn wir die anschalten, da dürften doch dann keine Mobs mehr spawnen. Es müsste doch dann deaktiviert sein. Oder genau. Täusche ich mich da jetzt? Nee, das ist doch richtig. Okay. Dann könnte man die ja so mit Redstone-Torch, mit Redstone-Lampen deaktivieren, damit die hier nicht irgendwann überfüllt ist. Jetzt einfach mal so rumgesponnen von mir. Zurzeit sind sie alle an. Ja. Oder? Weil wir es nicht anders hinbekommen haben. Genau. Das. So. Das. Da war Skelett. Also wenn man reinkommt, rechts ist Skelett, geradeaus sind Zombies. Noch in hab. Ich habe noch ein Skelett. Okay. Hm.
haben wir jetzt alles. Wenn wir dort und dort, dort und dort, dort und dort in Reihen machen. Das müsste eigentlich klappen dann. Ich und dieses Impaling. Könntet ihr kurz Tag machen, wenn es gleich Nacht wird? Ja, ich bin gerade auf dem. Ich bin gerade auf dem Weg zum Dingshaus. Oh mein Gott. Dako, reiß dich doch mal zusammen. Hey. Kannst du ja nicht mitten in der Aufnahme rülpsen? Oh Mann. Obwohl du warst der, der strikte Regelungen wegen der Aufnahme eingeführt hat und sie allesamt brichst. Ach, ich doch nicht. Ich bin verliebt. Ich kann keiner Fliege was zuleide tun. Ich bin total anständig. Das glaubt man ziemlich. So, und 99% der Sätze waren gelogen. Sagen wir eher 99,5. So, das. Das da rein. Oh, Alter, hab ich hier viel Fisch. Palim Redstone. Dinger, Bunger, Dingsbums. Was ist Channeling? Channeling ist auch was für den Dreizack. Wenn, ich glaube, dass wir das wärst, wenn du bei Gewitter den Dreizack wirfst, dass ein Blitz da hinkommt, wo der einschlägt. Ich brauche Glowstone für Redstone-Lampen. Schön. Hä? Du brauchst doch kein Glowstone für Redstone-Lampen. Doch. Doch. Ach, für Redstone-Lampen? Oh, ich bin durch mit der Welt. Entschuldigung. Ich war noch bei seiner Redstone-Fackel. Ich frag mich, was dieser Block macht. Den werde ich mir jetzt mal craften. Welcher? Werde ich jetzt nicht sagen, sonst wird mir nämlich gesagt, was der macht. Und das möchte ich vermeiden. Ich habe jetzt übrigens eine Karte in meinem Haus. In deinem einmal, keine Ahnung, was Haus. In deinem einen Block hohen Kriechhaus. Kriechkeller. Ich werde die aber wahrscheinlich umlegen, weil ich finde die da nicht schön. Ich weiß, was Spike baut, aber ich sag's nicht. Ich brauche 1, 2, 3, 4. Und die 2. Das. Das. Hallo? Machst du was? Boah, wenn jetzt mein Haus in die Luft fliegt. Was dann? Dann spielst du ein Backup auf, oder wie? Nö. Dann quittest du das Game. Ja, dann war's das mit Vanilla. Für mich. Ja, für irgendwas muss der ja gut sein. Man kann Redstone dran platzieren. Ah, ich glaube, ich weiß, was. Wo bist du? Wäre ich jetzt, oder? Ich bin bei mir zu Hause. Mit dem Block? Der steht hier bei mir, ja. Der Target. Schieß mal mit dem Pfeil drauf und mach Redstone dran vorher. Der explodiert aber nicht, oder? Nein, sonst wird das nicht gesagt. Und, was passiert? Warte. Redstone geht an. Es ist, Dings, du kannst damit Redstone über einen Pfeil, den du drauf schießt, ermitteln. Und je nachdem, wo du triffst, ist der Redstone stärker. Ah, okay. Und je mehr du in die Mitte triffst, desto stärker ist das Signal. Genau, und das verbinden viele Fallenbauer halt damit, dass man zum Beispiel den Dispenser mit Fallen befüllt und die dann quer durch den Raum schießen, entweder den Typ sie treffen oder den Block treffen und damit irgendwas Neues auslösen. Mhm. Also genau richtig, um Darko zu trollen.
Im Befern, der kennt das ja. Ich brauch Dias, haben wir hier. Bitte drei Stück, keine zwei. So, eine Angel hole ich aus der Angelfarm. Und mein XP muss ich mitnehmen. So. Das sind 32 Stück. Kriege ich hier oben noch was raus? Nee, nicht wirklich. Schade. Wollte ich auch noch bauen. Also wir müssten dann später auf jeden Fall ein Mesa-Biom, ein Sandbiom und ein Dings finden. Ein Urwald. Und eine Wüste am besten. Naja, Sandbiom, hatte ich ja gesagt. Mesa, Sand okay. Und Urwald, also ja. Dschungel. Genau. Da wäre Lack C2 Unbreaking. Was mache ich jetzt? Eine Dia-Picke mit Unbreaking 3 in der Hoffnung, da ist Mending drauf? Oder eine Angel mit Lack of C2 in der Hoffnung, da ist Mending drauf? Ich sage mir so, auf beiden Chance 0,01%, dass da Mending drauf kommt. Fick dich, ich hab wieder Lure drauf! Ich will das nicht drauf haben. Kann ich das nicht irgendwie... Nee, da wird die ganze Fishing Rod leer gemacht, wenn ich das so mache. Ich will kein Kaklur drauf haben. Das ist so nervig. Ach, wenn einer von euch übrigens mal eine größere Ansicht unserer unseres Gebiets sehen möchte, kommt bei mir ins Haus. Ich kenne das Gebiet ziemlich gut, aber dann. Auch aus der Vogelperspektive? Brauche ich nicht. Und ich muss sagen, dein Haus sieht selbst von oben scheiße aus. Hä? Weil man es von oben nicht sieht, oder warum? Es ist ein Viereck mit einem gelben Strich drin. Warte, jetzt muss ich doch kommen. Außerdem ist das nicht dein Haus. Oh, das ist so nervig, ey. Mann. Von deinem Haus sieht man nicht mal viel. Ich habe auch kein Haus, was man von außen sehen könnte. In dem Abfahren sieht halt geil aus von oben. Dann mach ich das an mit das. Das räume ich leer. Ich hab sogar eine goldene Pike mit Silk Touch, okay. Woher auch immer. Das. Mal gucken, ob ich genug zurückkriege. Schade, dass man so ein XP-Keeper-Schild nicht für die Allgemeinheit machen kann. Das wäre hier beim Enchantment-Table echt praktisch. Ja, oder dass man wenigstens zwei oder mehr setzen kann. Mhm. Weil sonst hätte ich die halt überschreiben. Sonst hätte ich zum Beispiel in meinem Haus eins und beim Enchantment-Table. So, ich habe jetzt erstmal einen neuen Level wieder geholt. In der Hoffnung, es kommt endlich mal eine Luck of C3 an Breaking 3 Dings raus. Mehr will ich nicht. Kackfische brauche ich nicht mehr. Das da. Das. Wieder Lure 2. Oh, das kotzt mich an, ey.
An sich, ich hab ne Angel mit nur Lack auf der C3 drauf. Also, wenn du die haben willst, die ist halt nicht unbedingt mehr in bester Qualität, die musst du dann reparieren. Ja, ja, das würde ich machen, weil ich hau noch an Breaking 3 drauf. Da würde ich die mir abholen kommen. Okay. Oh, nice. Da ist unsere Karte. 1, 2, 3, erst 3x3 hast du hier gemacht. Sag mal, das sieht irgendwie oberhalb von Deutschland, da ist doch Norwegen. Das, an irgendwas erinnert mich das, diese Form hier mit dem Wasser hier oben. Ich sag dir, woran mich das erinnert, an ein hässliches Haus. Aber Eik hat recht, das ist minimal, die Kantenglättung. Hier unten wäre so Spanien, dann würde hier hoch so Frankreich. Na ja. Mit viel Fantasie. Über Norwegen. Mit einer Menge Fantasie. Und ein bisschen LSD gleich da. Und vor allem dieses Ding dort, ne, mit dem goldenen Strich drauf, das sieht aus wie so ein Fadenkreuz, als ob man da mit einem Bogen drauf schießen will. Ich dachte eher so ein Münzeinwurf. Ja. Wow, ey, wieso hat meins einen schwarzen Punkt oben drauf? Nee, das ist Justin, meins ist da unten. Ich wollte schon sagen. Ike's Schrecksekunde des Monats. Sein Haus hat schwarze Pünktchen. Ich glaube, ich muss bei der Mobfarm das Dach rot-weiß machen, damit man wirklich denkt, das ist das erste, das deutsche Rote Kreuz. Nee, du musst drumherum alles weiß machen. Und dann das Dach rot. Das wäre das deutsche Rote Kreuz. Und die Schweiz. Ne, die hat's andersrum. Entschuldigung. So. Dann Unbreaking Angel. Unbreaking. Habt ihr euch jetzt eigentlich schon entschieden, in welche Richtung wir wollen? Nein, noch nicht. In welche wart ihr denn schon unterwegs? Richtung Südwesten. Dann würde ich vielleicht für Nordost. So, Essen hab ich, Sticks hab ich, Holz, Crafting Table hab ich. Kurz Inventar noch leer machen. Boah. Ein Mini-Zombie ist schon schlimm genug, aber drei? Sind deine besten Freunde. Oder auch nicht. So, also die erste Etage der Mobfarm ist fertig. Und drei Spawner sind auf jeden Fall drinne. Ich bin fertig. Ich hab glaube ich alles erledigt.